bells, jingle bells, jingle all the way. Chimay, Chimé, Chimeux. Man weiß es nicht, aber es ist eine Grand Reserve von dieser wunderbaren Trappistenbiermarke, die wir als nächstes testen werden am heutigen Tag in unserem Adventskalender. Und der Dennis freut sich ganz besonders drauf, denn er hat es, glaube ich, noch nie getrunken. Als einziger in der Runde habe ich es tatsächlich noch nicht probiert. Ich bin gespannt. Du hast gesagt, wir haben ja schon die ersten Auseinanderweichungen, was die Aussprache des Namens angeht. Jawohl. Eine Frage, die ich gerade schon vorab dem Ferdi gestellt habe, die er, glaube ich, immer noch nicht beantwortet hat. Es gibt das in Blau, es gibt das in Rot, es gibt das, glaube ich, ähnlich wie die iPhones jetzt in allen Regenbogenfarben. Was ist der Unterschied? Gibt's das noch? In Weiß? Nicht in Gelb? Nee, in Weiß. Das sieht aber sehr gelb aus, das Weiße. Was ist der Unterschied? Weiß ich nicht. Also, ich kenne es vom Whisky her oder so, da hat es das mit der Lagerdauer zu genau, tun. Also ist, glaube ich, hier auch so, das Bleu oder das Blau ist eben halt die Grande Reserve. Das Tollste. Das Tollste. Okay. Ich denke auch. Also das ist auf jeden Fall auch das Teuerste. Ach, den Korken, also aus. Oh la la, was ist das denn? Ne? Wir haben also hier mehr oder weniger einen Champagner unter den Trappistenbieren. Oh, magnifik. Und Dennis, du weißt sicherlich aus dem Stegreif, wie dieses Bier bei Red Beer bewertet wurde. Ziemlich gut, auf jeden Fall. Im oberen... Hui! Es ist eine reine... volle Punktzahl für dieses Bier, soweit ich weiß. Es sind die 100 Punkte. 100 von 100? Richtig, absolut. Da wir wollen uns ja auch nicht für den Männerabend YouTube Adventskalender Hashtag MJTAL wollen wir uns ja auch nicht rumpassen. Wollen nur die guten Biere raushauen. Nur die guten. Und nachdem der Looper ja, mach mal. So versagt hat. Ich muss sagen, bei Red Beer 100 Punkte. Das ist schön. Ja, sag das jetzt nicht so. Ich weiß es hundertprozentig nicht, aber ich glaube. Nein. Vielleicht ist das ja die Frage. Oh. Oh, verrat es nicht. Nein, was ich eigentlich nur sagen möchte ist, 100 Punkte, das ist ein Cliffhanger für morgen, werde ich nicht geben. Aber es ist ja gar nicht, wir werden ja nur bis 20. Aber es ist, finde ich, definitiv eins der allerbesten Trappistenbiere. Du bist ja ein Trickser. Ein Trickser vom Herrn. Dieses Bier, Wallonisch, Chimay. Ja, Mai. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Morgen werden wir zumindest wissen, wie es schmeckt. Sagen wir noch was zur Flasche. Ja. Ich finde, es ist wirklich stimmig gemacht. Sehr schön immer. Es hat so leicht asiatische Anflüge. Chimäische, das ist völlig richtig. Ich finde die Farbe total super. Ich finde die kleinen... Es ist ein Bleu, ja. Ich finde die kleinen Logos hier oben toll gemacht. Oh, gut gelungen. Sehr es ist eine schöne Flasche. Und vor allem ist es, finde ich, das am leichtesten zu bekommende Trappistenbier. 9% Alkohol. Naja, ich finde La Trappe West... wie heißen sie denn? Westmalle kriegst du auch überall. Ja, gut, aber also das findest du zumindest in sehr gut sortierten Spezialitäten. Reliefdruck. Findest du das auf jeden Fall. Auch das kommt beim Dennis immer gut an. Ja. Können wir das einmal hier noch zeigen? Wenn man es im Video sieht. Ich hoffe es ja sehr. Der Herr Burg findet es ja nicht so gut, weil es natürlich für die Ökobilanz traumatisch ist. Aber ich finde sowas schön. Es ist nun mal die Flasche aus Chimay. Oder Chimay. Die Chimong. Flasche ist schön. Chimong, wie man ja auch ob gerne das sagt. Bier, als was Deutscher. Da drin ist, auch gut schmeckt, das werdet ihr morgen erfahren. Nach einer ungefähr 24-stündigen Werbepause. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Richtig. Und tschüss, bis dann. Dann gibt's auch die Fragen. Ja. Wonders open sail.